Alles dreht sich darum. Alles ist es nur als das einzig Relevante der Lebenserzeugung, der Lebensproliferierung, der Lebensfortsetzung in den drei Stufen des Einsatzes der Multifunktions-Eucharonta. Alles ist also in seinem Beginn und zu seinem Ende Sex, Crossing Over. Und hättest du der Liebe nicht, wäre alles nur Schall und Rauch, was es ja sowieso ist. Aber das Entscheidende ist der Purismus, der immer verkannt wird, dass es bei diesen Kopulations-Crossing-Over-Vorgängen um nichts anderes als um Liebe geht, sprich um Sex, sprich um dieses Prinzip des merkwürdigen Austauschs vom Plasmiden zum Crossing Over als Hochrüstungsvorgänge, die dann die Reifeteilungen und dann die späteren Vermehrungsteilungen, Mitosen und Meiosen des wechselseitigen Abschiednehmens voneinander als Prinzip des Wachsens, der Entwicklung, des sich Ausfältelns, des sich Aufblähens Könnens, von der Morula zur Blastula bis hin zu Morla und den Mäuren dann einführte. Der Verlust des Abschiednehmens des Urozeans, der Urzelle, des Mutterkeimplasmas als das notwendige Gesetz der Proliferation, der Vermehrung, des Fortlebens, des Sich-Erneuerns. Die Gesetze der anderen Ordnung der Antigone in ihrer diversifizierenden Weichfleischlichkeit